Johnny Münster, Pump and Come in der Samenbank. Ich bin gespannt. Let's go. Kann ich jetzt dann anscheinend Filme anschauen, was ich tun werde? Hans im Glück, Alter, bist du bescheuert? Zeige und sage ich euch jetzt nicht. Rubbel mal dran. Boah, das sieht doch richtig ekelhaft aus. Du dummes Arschloch, du! Ich sag dir, du! Ich kann dir Heiko die erste Nadel setzen. Sorry, war ein bisschen laut gerade. Ey, das wäre übertrieben. Reef and Beef in Düsseldorf ist krass, ist aber teuer. Dann geht es, mein Son. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht es dir? Sehr gut. Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wie ihr schon im Titel sehen könnt, habe ich heute einen sehr, sehr wichtigen Schritt vor. Und das ist der letzte Schritt vor dem nächsten Schritt. Dann geht es ab sofort immer 2 oder 10 Schritte vorwärts anstatt 1. Let's eat. Ich habe gerade zu René gesagt, dass ich mit Absicht mal nachgeguckt habe, was euer Testosteron steigert. Ja? Da stand auch rotes Fleisch. Eier, rotes Fleisch, gute Fette, weniger Omega-6-Fettsäuren, Freunde. 125 Milligramm alle 2 Tage auch. Also nimmt Omega-3, um die Omega-6-Fettsäuren auszugleichen. Und deshalb bestelle ich mir jetzt einfach, man kann hier bei Spreewald einfach eine Früh auf Steak bestellen. Oder soll ich immer nur einen, geht schneller, oder? Wir haben danach direkt den Termin? Ja. Wann haben wir den Termin? 10.30 Uhr. Jetzt ist es 9.30 Uhr? Ja. Okay. Theoretisch soll das klar gehen, wenn ich jetzt bestelle. Weißt du schon, was du willst? Nee. Ich war schon auf Klo und hab... Boah, ja, da war ein Brei gefüllten. Hafermilch gegönnt. Wir haben Hunger, wir haben Hunger. Das hier ist ein Paleo. Omelette Porridge, da kommt noch gleich ein Designerway rein, damit es anabol ist. Hier gibt es Caesar Salad ohne Dressing, ohne Croutons, ohne... Boah, lecker mit so einem Rinderdingens drinne. Geil. Geil, geil, geil. Parmesan als Frühstück. Ah, 3 zu der 6 in Wuppertal. Hast du einen guten Undercover-Laden? JJ's heißt der. Ist eine spanische Tapas-Bar. Die machen auch zum Beispiel Steak und Rinderspieße. Kann ich dir empfehlen. Ist auch preiswert. Ist gut. Preis-Leistung top. Calamares, alles hast du da. Richtig lecker. Guter Laden. Preis-Leistung brutal. Dieses Porridge ist... Unbezahlte Werbung. Ist gut, aber es ist nicht schön. Ich stelle mir einen zimtigen Geschmack vor, wie bei den Frühstückslocken Cinnaminis. Designerway Cinnamon Cereal. Jetzt können wir Coach die Code A maximal sparen, Freunde. Wir haben neue Produkte, die da draußen sind. Und dein Support Pro kommt jetzt wöchentlich, glaube ich, wenn jedes Mal, wenn es ausverkauft ist, in den Shop. Also wenn ihr bei Coach die Code A sparen, ihr wisst bestimmt, Anabolität muss rein. Wir sind jetzt dann auf dem Weg zur Berliner. Ob der das verrückt bekommen hat in dieser kleinen Schüssel da? Samenbank. Ich kann echt nicht glauben, dass wir hinfahren. Aber Freunde, wir machen alle Vorkehrungen, um alles safe quasi zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Dort wird mir auch Blut abgenommen. Ich hab nochmal gecheckt, ob ich natural bin. Wir sehen uns gleich hat. Eins muss ich dem Johnny lassen, Freunde. Ich finde, dass er da so viele Sicherheitsvorkehrungen trifft, was seinen Stoff angeht. Und das ist so lange, dass er so lange hinauszögert, das macht das Ganze richtig interessant. Der wird platzen, Alter, auf Sendung. Der wird platzen. Als ich am Samstag mit ihm war und wir haben ja zusammen gedreht mit Heiko, als der Heiko erzählt hat, was der für eine Dosis vorhat, hat Heiko sich schlapp gelacht. Der hat sich komplett schlapp gelacht. Der hat ihn ausgelacht. Bären Breitenscher mal veranlasst von Herrn Jablonski, der ist dann auch dabei. Der macht noch einen kleinen Check-up. Wir sehen uns davor. Okay, bis gleich. Soll ich mit der Brille reingehen? Bevor es jetzt reingeht, eine wichtige Frage noch zu klären. Welche Technik wird es denn sein für den Abschluss? Für den Abschluss? Also ich dachte währenddessen so. Also ich, ach so, ja. Ich wende verschiedene Techniken an. Gefolgetechniken, die ich gerne anwenden möchte. Das ist die umgekehrte Pfeffermühle, so. Selber. Dann so, dann da rein. Vielleicht einhändig umgekehrt greifen. So machen oder so. Die Pfeffermühle, Digga. So, mal schauen, welche Technik heute es wird. Ey, muss der da hingehen und jixen, Alter? Oder bringt er das mit von zu Hause? Bin gespannt. Ja, weil es so wenig war, deshalb hat Heiko den ausgelacht. Was geht? Ich bin voll aufgeregt, ohne Spaß. Also so innere Nervosität. Und ich muss aufs Klo. Ich habe sogar mal nachgeguckt, wenn man Samen spendet, kann man, glaube ich, mindestens 300 oder 500 Euro dafür bekommen. Je nachdem. Ehrlich? Der muss sich da einen abjixen? Wie geil ist das? Wie behindert das denn? Wie krass du bist. Wie anabol du bist. Guten Tag, Münzapparat, hallo. Folgende Sache. Haben die dann da so Wichskabinen wie in diesen ekelhaften Pornokinos? Der Fahrstuhl ist irgendwie außer Betrieb. Ja, genau. Der Fahrstuhl, Sie müssen einmal ins Treppenhaus und dann in den zweiten. Ist das abartig, der Laden. Aber wo ist denn das Treppenhaus? Weil die beiden Türen sind unten auch versperrt. Die sind versperrt, ja.
Haustür, das sieht man, ne? Aber die ist tatsächlich zu. Ja, die ist tatsächlich zu, ja. Da war ein Keil drin, den hatten wir extra reingegangen. Ja, ja, ich weiß, dass er seinen Samen einfrieren lässt, aber ich wusste nicht, dass man das vor Ort macht. Digga, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Ich eröffne nicht nur, ich hab eine Vision. Ich eröffne nicht nur den TÜV Neusalon irgendwann, sondern ich eröffne, ich rufe gleich Werner Frankfurt an, nach dem Stream. Ich eröffne eine Samenbank mit Prostituierten. Digga. Ich rufe jetzt erstmal danach direkt bei Rolls-Royce an und konfiguriere mir hier einen neuen Wagen. Ey, das ist aber eine miese Idee. Naja, gut, die Kollegin kommt jetzt eben. Stell mal vor, du ladst da so eine kleine Summe, dann kommt da eine nette Dame, ja, und die macht das, die erledigt den Job für dich. Also ohne Sex, die macht dir einen schönen Handjob. Ja, das ist Junge. Digga. Mabea, wir kommen, Junge, im Hubschrauber, Junge, was ist denn? Und dann öffnet die Tür, ja? Okay, danke schön, danke, danke. Da geht man dir direkt schon zur Hand, sonst ging auch nicht mal los. Ach nee. Go the fuck away, how to come? So, Freunde, ich bin jetzt hier in diesem Raum. Hier habe ich einen Fernseher. Nein! Er sitzt auf der Couch und schickt sich ein jetzt mit Tüchern, Digga. Ja, hier sogar Taschentücher. Das hier ist mein Becher. Und da. Pretty little pussies. Was gibt's noch da, warte? Alone Time 2, alle Filme, Female Masturbation, A Small Chest is, keine Ahnung, ich kann es nicht richtig erkennen, ey Junge. Kann ich jetzt sagen? Gay Videos? What the fuck? Digga! Nein! Anscheinend Filme anschauen, wenn ich Lust habe. Ja. Was ich tun werde, zeige und sage ich euch jetzt nicht. Aber ich mach's jetzt erstmal bequem. Ey, das ist doch so krank, Alter. Wie muss kann ich dann noch Pipi machen? Wir sind draußen. Ich habe ein kleines Souvenir bekommen von der Berliner Samenbank, wie man hier sie lesen kann. Warte, ich habe auch eins. Irgendwie hat sich meiner von weiß jetzt auf lila Ich glaube, die sind so wärmeempfindlich, kann das sein? Ja, stimmt, meiner war auch blau. Rubbel mal drauf. Nee, ich würde in dem Raum nichts anfassen. Wobei, ich denke mal, da wird schon immer alles desinfiziert, aber... Nee, lass mal, Alter. Zum Glück bin ich Naturalathlet und hab mit so einem Scheiß nichts zu tun. Gott sei Dank. Kann krass. Das sein, dass der weiß wird? Nee, der wird dann, wenn dann lila. Aufgrund von der Werbe. Was ich gerade eben sagen wollte vorhin, ja, es ist getan, wir haben es gemacht. Ich hab's gemacht, er gesagt. Wir haben es gemacht. Und was krass war, sie hat mir gesagt, dass mehrere Kraftsportler da waren, aber es war zu spät. Das heißt, die haben schon was genommen und wollten dann was einfrieren, aber es hat dann nicht geklappt, weil die Qualität dann einfach darunter gelitten hat, quasi. Aber kann man Spermien nur dann einfrieren, wenn die Qualität extremst gut ist? Die muss ausreichend sein, weil beim Einfrieren verlierst du an Qualität. Ja. Also die können trotzdem noch Kinder... Mein Johannes Lukas war ungenügend. Ja, bekommen. Ja. Aber nicht mehr einfrieren, da die Qualität nicht gut ist. Richtig, und das Ganze wird jetzt gerade auch getestet bei mir. Ich werde dann morgen anrufen und dann mal schauen, wie die Auswertung auf jeden Fall ist. Ob da alles safe ist oder halt nicht, weil es gibt sogar 1%, die es halt erwischt. Könnte sogar ich jetzt sagen, hoffe ich jetzt nicht, die halt unfruchtbar sind quasi. Und das ist eine harte Sache. Ne? Wir gehen jetzt einkaufen, wir passen auf die Pferde auf. Jetzt gerade ist der Sturm weg. Das heißt, wir haben jetzt circa eine halbe Stunde fürs Einkaufen. Aber wir machen daraus noch 10 Minuten. Let's go. Proteins. Chicken, Wildlachs, Kartoffeln, Chicken zum Anbraten. Und wir haben Eier. Für dicke Eier. Das ist ein Lachs, den ollen Lachs. Alter Lachs, würde Johannes jetzt sagen. Boah, das sieht richtig ekelhaft aus. Ist aber so anabol. People want to fuck me. I say no. How about the blowjob? Jetzt aufpassen, jetzt wird's so richtig scheiße. Der Vorbesitzer, wie gesagt, hat richtig Müll gebracht hier, ne? Boah. Oh Gott. Und da, wo der wohnt, da kommt bestimmt keine Müllabfuhr für Sperrmüll. Auf keinen Fall. Ja, da spukt es doch nachts. Belät, Yusupov.
Wir hatten uns nämlich vorhin überlegt, ob wir hier draußen trainieren. Ein richtiges Armworkout, weil wir haben hier dieses Gestell, sag ich mal. Das dreht sich ganz schön scheiße mit. Ja, so wie beim Cheat Girl Battle, was bald erscheinen wird. Keine Ahnung, wie viele Kilo es sind. Vielleicht 70, 80. Damals, wo ich übergewichtig war, beziehungsweise fettleibig, konnte ich auf Kommando furzen. Also ohne Spaß, ich hatte immer einen Furz parat. Immer. Damals pervers. Klingt doch zu. Bei Markus Rühl seit Geburt. Rob. Wer ist Rob? Rob Kercher heißt der. Geil gemacht, Mann. René, bester Mann, Kameramann. Braucht er einen Sitz? Bro, das ist das T-Shirt, ja. Diese Kompressionsshirts, wenn ich so einen anziehen würde, dann würdest du denken, ich wiege 15 Kilo mehr. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Scheiß auf die Schubkarre. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine kleine Verstärkung, Freunde. Also ich habe schon vorher, glaube ich, 200 Gramm Chicken oder so gegessen. Jetzt gibt es nochmal 400 Gramm Chicken mit 200 oder fast 300 Gramm Kartoffeln. Und das ist insgesamt 350 Gramm Gemüse, beziehungsweise fast 400. Also Hähnchen stimmt auf jeden Fall überein, Kartoffeln auch, Gemüse, so Pi mal Daumen. Trackst du gerade noch Kalorien? Also ich tracke nicht wirklich, nicht genau. Nee. Und wie viel ist du ungefähr, schätzungsweise? 2,5 bis 2,8. Okay. Ja, wenn ich mein Gewicht halte, halte ich halt für eine Woche mein Gewicht. Aber meine Form verbessert sich, also das merke ich auch im Training und so weiter. Kommt bald übrigens bei Heiko auf dem Kanal zusammen mit mir, wir bewerten Johnnys Form. Wurde auch gut. Ja, was Problem ist, dieses Sojajoghurt ohne Zucker. Ja. Das macht mich süchtig. Davon brauche ich mindestens 2 am Tag. Bah! Okay. Das sind 500 Kalorien, vielleicht diese 500 Kalorien, die ich brauche eigentlich zum Abnehmen. Und wenn du jetzt loslegst, dann bleibt... Wenn ich Kompressionsshirt anziehe, sehe ich 15 Kilo fetter aus. Ja, die Dinger kann man auch wirklich nur anziehen, wenn man einen flachen Bauch hat. In Kalorien gleich, bleibt alles gleich, oder? Ich würde sagen, es bleibt alles gleich. Okay, und Eiweiß? Same. Was hast du da aktuell? Mindestens 250 Gramm, 300 Gramm maximal. René sagt, ist da Strom drauf? Ich sag noch so... Ja, einfach so zur Vorsicht, dass er sich das nicht anlangt. Er sagt, ich soll es anlangen. Pass auf. Es wurde auch kein Strom drauf, würde ich sagen. Gerade ist also kein Strom drauf? Boah, ich habe ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit so Stromdingern, Freunde. Das ist, wenn ihr mal pinkeln geht, passt bitte auf. Mir ist in Polen was ganz Schlimmes passiert. Mehr will ich auf dieses Thema bitte nicht eingehen. Keine Angst. Du musst keine Angst haben. Ich muss einmal kurz durch. Ich habe keine Angst vor Strom. Hallo, also Donny meinte gerade, er muss jetzt da irgendwie rumlaufen und dann wird ihm immer schwindelig. Wahrscheinlich wird mir schwindelig, ja. Bruder, da sind Hornissen. Doch, Onkel, mein voller Ernst. Und ich werde jetzt bitte nicht, ich will darüber nicht sprechen. Danke. Was ist denn drin? Es ist dieses Jahr passiert, jetzt, vor kurzem. Nein, das reicht von der Nähe. Das sind noch Fliegen, Bro. Nein, ich habe da eine Hornisse gesehen. Ja, da sind Hornissen, Wespen, Bremsen, alles drin ist schon. Und du willst mir erzählen, davon ist sie so schwindelig geworden, dass du fast gekotzt hast. Hättest du auch mal lieber eingefroren. Das war ein Arbeit. Alles steht noch, Freunde, alles funktioniert noch bei mir, keine Sorge. Ich habe jetzt sogar noch mehr Potenz. Strompotenz, nein, Spaß. Drin bin. Dann geht's richtig ab. Ja. Ich bin ehrlich, das war sehr geschauspielert. Ich bin gerade echt zur Seite gekippt. Es kam mir nur so rüber. Wenn es mir schon so rüberkommt, frag dich mal, wie die Zuschauer. Ich habe gute Körperkontrolle. Ich habe gerade echt versucht, mich zu kontrollieren. Okay. Go, Johnny oder...
Das Sam Sulek Video ist übrigens heute online gegangen auf dem Abo William Kanal. Könnt ihr euch reinziehen. Code. Seid ihr meine Fans? Nicht vergessen, über Code Johnny Code A zu bestellen. Dann mache ich euch eure Kacke weg. Ja? Hier, Rabauken. Hast du deine Trainingssache eigentlich? Diesen Rotto. Dann geht's jetzt endlich los für uns. Ab ins Gym. Hallo Freunde, euer Pumping hat schon hier heute mit einem neuen Video. Freunde, ich sag's euch. Der kann gut imitieren, aber Pumping Edge sollte er sein lassen. Weil Pumping Edge hat ein bisschen anders gesprochen, ja. Bisschen mehr wie ein Türke und nicht wie ein bisschen nur Aaron. Weißt du, der spricht ein bisschen anders. Ja, die Türken, die Pumping Edge hat ein bisschen anders geredet. Der hat immer auf sein Protein geachtet. Und ganz viel trainiert, ne? Bei Bodybuilding gibt's keinen Quatsch. Edge Anabe. Ja? Was scheißt du mich so blöd an? So dumm kann doch keiner sein. Du dummes Arschloch, du! Ich sag dir, du! Wer soll das gewesen sein? Wir trainieren heute mal wieder Brust. Heute im Atlantis Fitnessstudio. Jetzt gibt es da so eine Schrägbank. Du hast noch einen Satz Fullstack. Und danach stocken wir ein bisschen Gewicht. Klaus Kinski. Kenn ich nicht. Drauf. Wenn das kein Bodybuilder ist, dann kenne ich ihn nicht. Ich kenne nur Bodybuilder. Ja, das war Fullstack. Durch die 15er Scheibe. Geile Gerät. Geile Gerät. Geiles Gerät kenne ich gar nicht. Ah doch, natürlich kenne ich den. Klar, Legende, Alter. Der Name hat mir nur nichts gesagt. Ich habe gerade gegoogelt. Auf jeden Fall ist der Pump richtig gut, soll ich sagen. Warum? Wegen den 7 Gramm Salz. Wegen den 7 Gramm Salz vom Lachs. Ich habe heute komplett mit Lachs übertrieben. Manchmal ist es nur eine Packung am Tag, aufgrund vom Salzgehalt. Aber das ist scheißegal, jetzt habe ich einen krassen Pump. Wir sind den Pump jetzt auf jeden Fall aussetzt. Für maximale Sätze, für maximale Muskeldistribution und für maximale Muskelhypertrophie in der Diät. A little welcome for the hands. Letzter Flex. Prall ist er auf jeden Fall schon, ne? Wir heute eigentlich Brust, weil nämlich übermorgen trainieren wir mit Heiko Kalbach. Ich würde sagen Schulter, weil das ist Schwachstellentraining bei mir so. Entweder Schulter oder. Boah, auf das Video freue ich mich extremst. Arme. Aber ich glaube, es kommt geiler, wenn ich mit dem Schulter trainiere. Freunde, wir sind fertig mit dem Brusttraining. Und die sind fertig mit der Brustpresse. Perfekt. Gehen wir ins Klo, wasche meine Hände und Gesicht und dann treffen wir uns wieder draußen. Alter, geil. Sage Freunde, so eine Dusche nach dem Training. Ich hoffe so sehr, dass Heiko seinen Stoffplan macht. Das wäre geil, Alter. Das ist immer geil. Dann hätte der locker 30 Kilo bis Dezember zugenommen. Merk, ich habe jetzt recht wenig Pickel auf dem Rücken. Vielleicht habe ich jetzt hier unten. Boah, wenn der wird, glaube ich, dicke Probleme haben, weil er hat jetzt schon sehr unreine Haut, ne? Wo ein oder zwei da. Aber ich hatte eine Zeit lang echt oft Pickel am Rücken. Soll ich sagen, warum? Das wird Thunfisch 2.0, wartet ab. Ich hoffe nicht, aber ich glaube schon. Weil ich ab und zu mal wirklich nur am Abend nach dem Training nicht vorm Schlafen gehen oder so geduscht habe. Und ich bin da anscheinend so empfindlich, dass er immer Gesicht waschen, immer hier alles waschen, wenn ich einen Bart habe und ich rechtzeitig rasiere bekomme. Die Dinger kriege ich aber auch oft hier unten, wenn die mit Messer rasieren. Immer so zwei, drei Dinger. Nervt voll. Mich so kleine Pickel. Ich sage auf jeden Fall, was da auch krass hilft, was mir krass geholfen hat, ist auf jeden Fall Kurkuma. Ohne Spaß, Freunde. Kurkuma ist so entzündungshemmend und so weiter. Richtig krass für die Haut. Was kann ich noch empfehlen? Kollagen. Richtig krank. Und William hat letztens gesagt, Johnny hat Brusthaare bekommen. Es liegt daran, dass ich immer rasiere. Und auch Bauchhaare habe ich. Und ich habe auch ein bisschen Schulterhaare. Also mein freies Test so. Oh, okay, Johnny, alles klar. Ich glaube, es wird sogar heute getestet. Die hat gesagt, wir morgen anrufen. Und dann weiß ich auch morgen Bescheid. Stoff, Essen, Schlafen, wieder Stoff.
Richtig, Leben eines Bodybuilders. Essen, trainieren, Stoff, schlafen. Wir haben gerade eben noch das Thumbnail geschossen für das heutige... Freunde, wir sind jetzt fertig mit dem Training. Ich ziehe mich jetzt an. Was ich sagen wollte, danke nochmal auf jeden Fall. Falls ihr an dieser Stelle bis zu dieser Stelle zum Video angekommen seid, danke für die 10k. Wir haben jetzt sogar fast 13k Abos geknackt. Ich freue mich. Krass, in so kurzer Zeit. Respekt. Danke auf jeden Fall. Danke, Freude. Und wir haben letzte Woche übrigens die 50.000 auf Abo William geknallt. Danke. Nee, wirklich krass. Für so einen Twitch-Highlight-Kanal übel. Übel. Freude. Nochmal sorry. Wir sind jetzt fertig. Vielen, vielen Dank. Training. Ich ziehe mich jetzt an. Und falls ihr bis zu dieser Stelle in diesem Video am Start wart, danke nochmal an dieser Stelle für euren Support. Danke. Wann fängt ihr mit Stoffen an? Ich denke mal, gib ihm noch 2 Wochen. Danke nochmal, dass ihr über Code John, über bei YoungLA, bei ESN überall bestellt. Danke, ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal auf euer Feedback. Bedanke mich für YouTube, Freunde. Welcome back on YouTube. Und ich bedanke mich auch, dass ihr wieder am Start von dieser Reise seid. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Zoom doch noch mehr in seine Fresse. Zum nächsten Schritt. Training mit Heiko. Und dann... Stoffplan von Heiko? Hoffentlich starten wir... Ich kann dir Heiko die erste Nadel setzen. Ey, das wäre übertrieben. Ich kann das auch machen. René, also einfach die... Okay, egal, alles klar, hau rein. Ich will nicht drängen, ja, aber es ist 1936 und wir drehen seit... Und wir haben uns bis jetzt noch 10 nicht Stunden. Geküsst. Oh Mann, geil. Also, herzlichen Glückwunsch. Mittlerweile sind es schon 14.300 Abonnenten, wie ich sehe. Wahnsinn. Das Video, vor allem der Beginn... Mega unterhaltsam, Digga. Vor allem mit diesem Sperma-Einfrieren da mit der Wichskabine. Unfassbar. Also ich bin echt gespannt, wie das ausschauen wird, wenn er anfängt jetzt zu knallen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer. Den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com ist jetzt online. Dann könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.